Warum du jetzt unbedingt wieder in World of Warcraft einsteigen solltest. Hallo Abenteurer, mein Name ist André und ich liebe die Welt der Rollenspiele. Wenn du die gleiche Leidenschaft teilst, dann solltest du jetzt gleich mal ein Abo dalassen. Ja, warum solltest du wieder zur WoW zurückkehren? Ja, das habe ich mich auch gefragt und ich habe ein paar Dinge aufgeschrieben, wo ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall für dich. Fakt ist, dass wir alle nach Shadowlands so richtig die Schnauze voll haben. Ich war so derb abgefuckt, dass ich dachte, das war's jetzt. Dann kam Dragonflight und ich war erstmal überrascht, doch das hat am Ende nicht lange gehalten. Eines der negativen Aspekte war das Fliegen. Wozu zum Fuck habe ich jahrzehntelang Reittiere gesammelt, wenn ich jetzt nicht mehr mit denen fliegen darf? Also habe ich das Abo reaktiviert und mich anderen Spielen gewidmet. Doch dann kam jetzt Patch 10.0 und jetzt bin ich wieder in vollen Zügen dabei. Man kann wieder fliegen, so richtig oldschool. Also habe ich schnell den Erfolg gemacht und dabei eine wundervolle Geschichte erlebt. Die Story hat mich gefangen und am Ende hatte ich sogar noch Gänsehaut bekommen. Dann der smaragdgrüne Traum, ein wirklich stimmiger und geiler Content. Manchmal stehe ich einfach nur da und genieße die Aussicht, gepaart mit dieser wundervollen Musik im Hintergrund. Und die ganzen Aufgaben, so abwechslungsreich und teilweise auch sehr amüsant. Dann kam ja noch letztens die Ankündigung der nächsten drei Erweiterungen und ich freue mich schon wirklich, irgendwann mal wieder nach Nordend zu reisen. Also, ich kann es nur jedem empfehlen, mal jetzt einen Blick zu riskieren. Wer erstmal nur gucken will, kann mich auch gerne auf YouTube oder Twitch in meinen Livestreams besuchen. Links sind unten in der Beschreibung. So, jetzt würde ich aber gerne eure Meinung lesen. Kommt ihr zurück oder seid ihr schon mittendrin? Bitte gebt dem Video noch ein Like und ja, abonniert meinen Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Euer André. Ciao, ciao.